Ja, hallo zusammen und willkommen zum zweiten Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Ja, ich möchte euch jetzt mal ein Spiel vorstellen. Zwar nicht die Originalversion, aber ein Remake von einem Spiel, was mich damals in der Kindheit sehr, sehr begleitet hat. Nämlich, ihr könnt es jetzt nicht erkennen tatsächlich, aber es ist, oh mein Gott, Wonderboy in Monsterland. Also es ist auf jeden Fall irgendein Teil irgendeiner Reihe, die ungefähr 3000 Teile besitzt. Da gibt es dann Super Wonderboy in Monster World und nur Wonderboy und ich blick da nicht durch, welcher Teil das hier zum einen ist. Doch, was doch danach ein Teil rausgekommen ist. Ich habe auf jeden Fall damals für den Amiga ziemlich genau diesen Teil gespielt. Und spiele jetzt hier oder möchte euch jetzt hier die PlayStation 3-Variante zeigen. Es ist in der Sega Vintage Collection nochmal neu rausgekommen. Mit Trophäen-Support und allem drum und dran. Und ich habe das mal vor ein paar Jährchen gespielt. Also 5, 6 Jahre ist es, glaube ich, her. Vielleicht auch erst 4, keine Ahnung. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich da auch so viel über das Spiel erfahren habe, was ich vorher noch gar nicht kannte. Deswegen, also es ist eigentlich nicht gedacht, ich sag mal so als, ja, Adventskalender-Video zu machen, weil es ist eigentlich wirklich ein tatsächliches Spiel, was man auch durchspielen kann. Oh Gott, Hilfe. Wie geht das? Ah, ich hab's geschafft. Sehr gut. Achso, da unten. Ich füll gerade meine Credits auf. Weil das Durchspielen ist erstmal relativ gediegen. Im Endeffekt ist es ein, Adventure-mäßiges Spiel. Action-Adventure-mäßig. Das Lustige ist nur, wenn man Dreieck drückt. Nein. Wie ging das denn nochmal? Verflucht. Scheiße, wie ging das nochmal? Irgendwie. Weil wenn man irgendwie so ganz komisch rumjiggelt, kann man da nämlich nochmal so ein paar mehr Goldmünzen rauskriegen. Was Gold wird nämlich später wichtig sein. Welcome to Monsterland. Was mich jetzt nur wundert, tut mir leid, ich muss jetzt nochmal kurz reingucken. Huh, ach, guck mal. Ah ja. Genau, hier. So. Das ist nämlich genau dieser Sprung. Nein, stopp. Ich will nämlich dich auf 3 haben. X soll springen sein und Viereck wird der Schlag werden. Zack. Das kann weg. Man kann dann offensichtlich auch mehrere Kommandos auf einmal rauflegen. Das ist erstmal auch nicht schlecht. Rapide 12, was? Okay. Also ich spiele jetzt mit Viereck, Dreieck und X. Das müsste funktionieren. Zack. Wunderbar. Und jetzt, wenn ich... Moment. So. Nein! Was? War es gut? Hör auf zu speichern. Zurück zum Spiel, genau. Wenn ich jetzt nämlich Dreieck drücke, zzt, ne, dann mache ich nämlich ganz schnell hin und her. Und normalerweise hätte ich jetzt nicht nur eine, guck mal, gelb gefunden, schön. Nicht nur eine Münze bekommen, sondern ganz, ganz viele. Was wird dann später nämlich gar nicht so uninteressant werden. Hier haben wir einen kleinen Shop. Hey, mutiger Mann, hör mir genau zu. Das, oh, Entschuldigung. Deine Mission ist es, den bösen Drachen zu zerstören und Frieden wieder herzustellen. Es gibt natürlich auch eine Story und allem drum und dran, ne. Und da sehen wir unseren ersten Gegner. So. Wir haben jetzt unten links auch ein Timelimit, also wie man sieht. Guck mal hier zum Beispiel. 65 Gold, weil ich nämlich die ganze Zeit links und rechts gedrückt habe, auch wenn ich das nicht gemacht habe. Das hat das Spiel für mich gemacht, finde ich sehr gut. Aber wenn man das nicht nutzt, diese Funktion, ne, dann kann man es eigentlich direkt vergessen. Weil man kriegt nicht genug Gold zusammen, auch wenn man alles tötet. Es gibt ja sehr viele Geheimnisse und alles, ne? Cocktail oder Bier. Das würde uns Energie zurückgeben, brauchen wir jetzt nicht. Unten links die Sanduhr auf jeden Fall. Wollte ich gerade eigentlich drauf zu sprechen kommen. Leck mich am Arsch. Wenn die leer geht, sind wir nicht direkt tot, sondern wir verlieren nur ein Herz. Und das ist schon mal sehr viel wert. So, und die Amiga-Version damals war eigentlich auch ziemlich gut. Also die hat mir eigentlich damals richtig viel Spaß gemacht. Oh, Zeit. Haha. Hier wieder aufgefüllt. Perfekt. Ich weiß nicht, ist hier schon der erste Boss drin? Alter! Die Steuerung ist ein bisschen, grubelig, ne? Weil gerade das Angreifen relativ verzögert ist. Und vielleicht verrecke ich gleich auch. Ich werde höchstwahrscheinlich gleich sogar verrecken. Also ich habe noch eine Lebensportion links im Inventar drin. Die habe ich auch irgendwo hergeklaut. Und der erste Kampf, genau, gegen den Tod. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt nur gucken, dass man es trotzdem schafft, irgendwie. Nein! Ja. Ja, jetzt habe ich schon meine Lebenswiederbelebungsmedizin genommen. Die eigentlich komplett am Ende jetzt gemacht werden soll. Weil im Endeffekt, man hat ja nur ein Leben. Jetzt haben wir aber diesen Boss besiegt. Kriegen nochmal einen Haufen Gold, kriegen nochmal einen Schlüssel. Ich habe jetzt leider verballert, das ganze Gold einzusammeln. Und ja. Haben das erste Level so gesehen jetzt geschafft. Das Geile an dem Spiel ist aber, ne? Wie gesagt, neben den ganzen extra Sachen, die man hier machen kann. Man kann sich aufleveln, man kann sich also bessere Waffen holen, man kann sich bessere Rüstungen holen, man kann sich Sprintschuhe holen, dass man schneller laufen und höher springen kann. Hier bleiben. Ja, das leckt mich doch am Arsch. Man hat auch gerade am Gegner gesehen, da gibt es immer einen kleinen Indikator, so ein kleines, Pünktchen, was mir anzeigt, wie viel Energie der Gegner noch hat. Auch sehr interessant. Also mir hat das Spiel auch im zweiten Durchgang nach so vielen Jahren auf der PlayStation 3 richtig gut gefallen. Willkommen! Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder gefütterte Schuhe zu kaufen
Oder aber Lederstiefel. Wir nehmen natürlich die Lederstiefel. Geld haben wir da, wenn ich wüsste, wie man kauft. Ah! Bitteschön. Jetzt können wir schon viel schneller rennen und viel weiter springen. Was auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge ausmacht. Oh, Bonuspunkte. Ich weiß nicht, ob wir... Okay, Leben haben wir hier eigentlich nicht. Wenn wir jetzt verrecken, müssen wir nochmal von vorne beginnen. Das Spiel ist auch nicht sehr lang. Jetzt können wir uns hier noch ein Schild kaufen, wenn ich genug Kohle noch habe. Okay, Ritterschild oder das leichte Schild. Nehmen wir das leichte Schild. Schön im Pink gehalten. Und ich kann nicht sagen, ob wir Mädchen oder Junge sind. Ah, die Läden waren auch immer sehr interessant, weil hier haben wir nämlich... kann ich irgendwie helfen? Hier kann man sich nämlich Waffen kaufen, entweder Bomben oder aber... ja, halt eine, so ein Tornado-Zauber. Da es aber nur eine einmalige Geschichte ist, möchte ich das eher gesagt noch nicht haben. Hier muss man nicht drüber springen, das finde ich ja auch immer einen sehr interessanten Ansatz. Und hier die Stelle, die habe ich als Kind gehasst. Ne, da kam ich nämlich klar, weil es gibt Gegner, die schießen können. Aber wir können nach unten gehen. Wir können nach unten gehen. Ich dachte, man kann da runterfallen. Nee, das kommt gleich. Stimmt, genau. Weil während dieser Passage, wie wir feststellen... Stehen bleiben! Freeze! Und da auf dem Bauch seht ihr das Pünktchen, ne? Rot. So, schieß. Dankeschön. Und jetzt? Nein, doch noch nicht. Okay. Es gibt auch Höhlenpassagen natürlich, ne? Mit nervigen Fliegegegnern wie euch zum Beispiel. Dankeschön. Und noch ein Gold. Es gibt ja auch Geheimtüren übrigens, ne? Da verbergen sich nicht nur geheime Läden hinter, sondern auch teilweise geheime Bosse, wo man dann auch nochmal Waffen bekommt, die man sonst nicht bekommen könnte. Und ich bin mir nicht sicher, ich meine, hier gibt es sogar schon mal was. Wenn ich mal schon die ganze Zeit so blöd rum. Da ist es, hier ist es, richtig? Nein. Hier ist es. Hallo? Irgendwo war hier eine Tür. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin wirklich ziemlich, ziemlich sicher. Ah, okay. Irgendjemand scheint hier hinter dieser Mauer zu sein. Klopf, klopf. Und? Wenn du... Achso, das Heldensymbol kann dir helfen, es zu schlagen. Meine Freundin Katrin lebt in der Küstenstadt von Barbaro. Gib ihr diese Schriftrolle. So, auf jeden Fall eine kleine Sidequest jetzt angenommen. Und dann, wenn wir dann da sind, das hätten wir sonst natürlich nicht gemacht, wenn wir es... Also, beziehungsweise, das hätten wir gar nicht machen können. Warte mal, hier oben war was. Das weiß ich noch. Irgendwas war hier oben. Aha! Nein, nein, es ist dann... Es ist weg. Ja, es verlangt ein bisschen Übung, das Spiel. Ja, ist so. Mag sein. Hier ist, glaube ich, ein Boss. Richtig, der zweite Boss. Ja. Vampire Lord! Verpiss dich! Von der, vom Angriffsmuster her dem Tod sehr ähnlich. Es gibt aber auch hinterher noch Variationen von den einzelnen Bossen. Okay, der kann auch Feuerball schießen. zum Beispiel beim Tod gibt es dann hinterher ein Breitschwert. Oh, wir haben ein neues Schwert bekommen. Zang! Gibt es dann auf jeden Fall nochmal eine Variante, die mir dann Gold klaut. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Er hat auf jeden Fall auch einen Namen, dass man denkt, okay, der macht genau das, was wie er auch heißt. Da ist der Name Programm. Aber mir gefällt das Spiel richtig gut. Also ich kann es wirklich empfehlen. All diejenigen, ja, die halt mit sowas anfangen, oder solche Spiele halt mögen. So kleine Abenteuerspielchen. Ist auch nicht allzu einfach, ist aber auch nicht zu lang. Jetzt können wir uns hier für 20 Gold heilen lassen. Brauchen wir nicht. Komm. Ja, ja. Wisst ihr was? Könnten wir das noch umstellen. Oh, guck mal, wir haben extra Leben bekommen. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Ach so, durch die Punktzahl oben wahrscheinlich. Wir bekommen also keine Bonusleben, sondern wir bekommen Bonusenergie. Ist ja auch nicht schlecht. Nein! Scheiße. Dafür verliere ich gleich wieder ein Herzchen. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Aber hier zum Beispiel, jetzt haben wir da unten nämlich auch einen Schuhladen gesehen, aber ich habe so wenig Kohle, dass ich jetzt schon weiß, das macht gar keinen Sinn. Hier kommen wir mal hin. Pass auf. 66, 66. Alter, jetzt können wir uns wahrscheinlich wieder Schuhe kaufen. Und das ist halt ein riesen Unterschied. Ne? Hätten wir jetzt nicht dieses Rumgejiggle im Sprung gemacht, hätten wir vielleicht statt den 120, und das ist nicht mal so übertrieben, vielleicht 10 Gold bekommen. Und 10 wäre, glaube ich, sogar schon viel gewesen. Jetzt nochmal 14, okay. Machen wir nochmal eben kurz den Boss hier. Myconic Master. Ah, boah, das ist ein richtiger Penner. Das Schlimme ist, ich habe den früher auf dem Amiga ja immer schon gesehen und ich dachte immer, das wäre ein Asiate. Weißt du? Es ist rassistisch, ich weiß, aber der hat halt Schlitzaugen. Was soll ich machen? Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist eigentlich mal relativ von Vorteil, wenn man die so ein bisschen auch Richtung Ecke vernichtet, die Gegner, weil da kommt man noch ans Gold dran. Die Goldmünzen bleiben natürlich auch nicht ewig liegen. Aha, guck mal einer an. Stehen bleiben! Und. Zang. Zang, ja, das wäre gespawnt. So, zweites Level ebenfalls geschafft. Ja, und so geht's dann im Endeffekt weiter, ne? Wie gesagt, mir gefällt das Spiel eigentlich sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Bisschen können wir hier nochmal ins nächste Level mal kurz reinschauen. Haben wir auch immer andere Gegner. Warum gibt ihr kein Gold? Sollt mir Gold geben, nicht Punkte. Punkte, so weit sind auch nicht schlecht.
So, und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Levels hier, um ehrlich zu sein, gibt. Also, lass halt vielleicht mal 7, 8 sein. Es ist zu lange her, dass ich es gespielt habe. Aber mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und früher von Amiga hatten wir immer das Problem, ja, es hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Es ist immer an der gleichen Stelle abgestürzt. Das war bei einigen Amiga-Spielen gerne mal der Fall. Weil vielleicht irgendwie die Diskette dann in dem Bereich, keine Ahnung, einen Fehler hatte oder sonst irgendwas. Da oben sehen wir schon einen Skelettkrieger. So, zack, zack. Ja, und ich plane auf jeden Fall, also ich bin noch mit mir am Hadern, ob ich es machen soll. Aber eventuell mal hiervon, irgendwann, wenn ich wieder auf der PlayStation 3 gekommen bin, auch mal ein Let's Play zu machen. Weil, wie gesagt, mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Also, da müsste ich vielleicht vorher nochmal trainieren, aber ansonsten wird es halt ein Spiel, wo ich dann halt 12-mal von vorne anfange. Ah, vielleicht sterben wir gleich sowieso. Bietet sich dann ja an. Okay, der Soundeffekt ist die Hölle und wir sind tot. Der geht down, der geht down. Game over. Continue or not. Use the cursor to select. Ne, brauchen wir nicht. Ne, gut, okay, das war's auf jeden Fall. Wollte ich euch auf jeden Fall nur mal kurz gezeigt haben. Wonderboy in Monsterland finde ich echt ein sehr geiles Spiel. Ich glaube, Wonderboy war grundsätzlich eigentlich immer so ein Sega-mäßiges Maskottchen, wo die ganzen Wonderland also, oder Wonderboy in Monsterland, in Monster World und sowas rausgekommen ist. Und eigentlich grundsätzlich bin ich schon relativ interessiert, auch die anderen Teile hier mal zu zocken. Es ist auch vor gar nicht allzu langer Zeit sind auch nochmal Wonderboy-Teile rausgekommen für die PlayStation 4. Also keine Remakes, glaube ich, also vielleicht zum Teil auch. Aber ich meine auch komplette neue Teile. Und die sehen auf jeden Fall auch richtig geil aus, die habe ich aber noch nie gespielt. Aber wie gesagt, das hier, ich glaube, ich habe jetzt gerade sogar PlayStation Store, muss mir das nochmal runterladen. Ich glaube, es kostet hier 5 Euro, was ich euch jetzt hier gezeigt habe. Ja, und dafür kann man zum einen nicht viel falsch machen. Und ich persönlich finde, das Spiel ist das Geld auch wert. Gut, ja, ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, es hat euch gefallen. Morgen geht es dann weiter mit der PlayStation 2. Welches Spiel es wird, verrate ich euch natürlich noch nicht. Aber ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich denke mal, wenn ihr Interesse am Kalender habt, dass wir uns dann morgen dann wahrscheinlich auch beim nächsten Türchen wiedersehen. Also, bis dahin, tschüss.